wir beginnen mit meinem Gesicht. Ich habe mir was ausgedacht und zwar möchte ich so ein bisschen herbstig, aber auch nicht zu, weil es noch relativ warmes Wetter draußen ist, irgendeinen Look zaubern. Und zwar habe ich mir so ein bisschen schon Schminkkörbchen gepackt. Es geht nämlich bald wieder los. Ich möchte heute die Dark Mrs. Bella benutzen oder die andere von Mrs. Bella. Ich glaube, die hier. Die sieht ein bisschen neutraler aus. Mrs. Bella Palette, wie heißt denn die? Mrs. Bella Palette, die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Deswegen ran an den Speck. So, Eye Primer darf natürlich nicht fehlen. Mein Auge heilt und heilt und heilt schon zweite Woche. So. Ich puder mal meine Visage ab. Benutze ich wieder mein selbstgemischtes Puder da. Aber minimal. Scheiße, ich habe Concealer vergessen. Macht nichts. Heute ist auch ein Tag, wo man die eigentlich relativ gut testen kann. Wir haben aktuell 22 Grad in der Wohnung. Draußen, wenn die Sonne scheint, ist es echt warm. Also gestern habe ich wirklich geschwitzt. Halleluja. Wir fangen an mit. Wir fangen an mit Whatever. Das ist so ein, ja, ich würde sagen eher so ein lila, graustichiges Lila. Was heißt herbstig? Eigentlich freue ich mich echt auf den Herbst wegen der Schminkerei. Das muss man sich mal geben, weil im Endeffekt schminkt man sich ja im Sommer fast gar nicht. Ich ziehe mir auch eben mal schnell die Augenbrauen nach. Und dann hole ich euch nochmal dazu. So, Augenbrauen sitzen. Ich hole euch natürlich für den Look etwas näher. Das wäre ja sinnvoller. Ich habe mir jetzt hier ein Stativ selbst gebaut. Ich bin ganz, ganz happy, dass ich das geschafft habe. So, ich trage mir das dunkelbraune auf. Das ist die Sally. Und gebe sie mir auch ein bisschen so in die Lidfalte. Das ist ein wärmeres Braun. Ich finde nicht unbedingt, dass es zusammen so passt, aber ich habe auch nichts, was ich. Ah doch, 50-50 ist ein kühleres Braun. Das könnten wir nehmen. Wieder 50% davon und 50% davon. Also jetzt ist echt trocken. Also ich sehe nicht so glowy oder irgendwas aus. Jetzt sehe ich echt matt aus. Bin ja mal gespannt, wie lange das hält, um so matt auszusehen. Ein Bronzer. Ja, ich bin manchmal, wenn man sich da nicht so wohl fühlt, merke ich gerade so, ich könnte mal einen Bronzer auftragen oder sowas, dann ist das doch ganz okay, weil sich da jemand mal beschwert hatte, dass ich mal von dort abweiche zu dem. Aber das fällt mir dann ein. Das habe ich ja vergessen. Manchmal ist das ein bisschen verwirrend. So. Bronzer vom Bäcker. Übrigens mag ich den super gerne, weil ich dips da nur so rein. Ich hoffe, ihr seht das. Ich dips da immer mit dem Pinsel rein und so entstehen halt Löcher. Gerade eben hatte ich keine Dippen. Jetzt habe ich einen. Okay. Wunderschön. Ich benutze meinen Blush aus meinem Projekt. Den mag ich immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne. Aber ich denke, zum Herbst wird es echt schwierig, den dann zu benutzen. Von Catrice, ne? In der Nummer 020. A Flamingo. Dann trage ich mir einen Lidschatten auf. Und zwar trage ich mir Pure mal im
Das ist eigentlich ein, ja, ich würde nicht reines Weiß sagen, sondern eher so ein Beige-Ton. Runter. Man sieht, glaube ich, den Unterschied in der Kamera ganz deutlich. Huch, wo wollen die denn hin? Und das verblende ich dann auch so ein bisschen. Dann nehme ich wieder Whatever. Hier so großzügiger auf. Erst in der Lidfalte und dann ziehe ich das einfach ein bisschen mit hoch. Das verblende ich dann auch. Und was ich dann noch benutzen möchte, ist Luminous oder Lumos. Entschuldigt. Das ist ein helles. Was ist denn das? Ja, so ein heller Schimmerton. Den trage ich mir jetzt mal hier so auf. Gar nicht angefeuchtet, denn da kommt jetzt noch ein Topcoat drüber von Natasha Denona. Gucken, was der kann. Nämlich wieder Whatever Pinsel und verblende das. Es muss gar nicht so auffällig sein. Unten am Wimpernkranz würde ich aber tatsächlich irgendwas Festgebundeneres nehmen, um da unten zu arbeiten. Auch mit Whatever wieder. So minimal. Und das war schon. Das war schon mit dieser Palette. Ach doch, wir könnten, oder nehmen wir den hier. Wir nehmen mal den hier, den Highlighter. Und los geht's. Aber die groben Partikel, die klopfe ich definitiv ab, sonst habe ich da so einen rosa Balken. Das möchte ich eigentlich nicht. Ja, der hat jetzt nicht so viel Power. Ich muss aber auch sagen, dass mein Gesicht sehr, sehr matt ist. Und von daher kann man auch nicht viel erwarten. So. Okay. Und dann möchte ich den Topcoat. Also, ich benutze jetzt Make-up Fixing Mist mit Rosenwasser und Grüntee von Pixi bei Petra. Das riecht so ein bisschen ökologisch. Das ist ja auch so Naturkosmetik, nicht Naturkosmetik, sondern Naturkosmetik nahe. Vielleicht so vom Duft her auf jeden Fall. Die Augen sind ganz, ganz soft, aber machen doch irgendwas her. Also ich mag diesen Look sehr, sehr gerne. Und na klar, jeden stehen braune Augen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wen es nicht steht, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja dieses, was im Make-up so interessant ist, mal eben nicht das zu tragen, was andere tragen. Ja, und rumzutesten deswegen. Ich benutze Natasha Denona Topcoat und zwar in Crystal Topcoat, in Nude, Nude, Nude. Das ist ja so ein etwas Champagner-goldener Topcoat und trage mir das erstmal mal mit einem Pinsel auf, um zu gucken, was es kann. Total süß eigentlich. Also man kann das, denke ich, nur sehen, wenn man ganz nah rangeht. Es hat jetzt nicht viel Effekt gemacht, aber es macht so minimal. Es ist vielleicht für Make-up-Artisten interessant, aber nicht für die, ja, für uns Make-up. Also ich hätte ihn mir natürlich nicht für den Preis gekauft, wenn er nicht mit in dem Paket gewesen wäre, was mich mega erstaunt hat, weil ich gar nicht gewusst habe, dass es überhaupt dabei war. Aber ich bin ganz froh, sowas zu testen. Also es macht ein bisschen, kann ich mir das so auf als Hochzeitsgast, als Braut sowas vorstellen. Oder man, wenn man diese kleinen leichten Glitzerpartikel mag, auch auf der Wange für irgendwelche Festivals. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es jemand wirklich morgens Bock hat, das zu machen. Punkt. Für die Lippen
benutze ich von P2 in der Nummer 36 so ein Lip Liner und ich wüsste super gerne, wo mein Anspitzer ist. Unmöglich sowas. Ich habe super trockene Lippen. Habt ihr die Heizung schon an? Also wir haben heute den 13.09. Und ich habe seit einer Woche das Gefühl, ich muss sie bald anmachen. Ich hatte sie schon dreimal in der Hand, den Schalter umzukippen. Einfach anzumachen. Was ich auch machen könnte, ist eigentlich so ein bisschen dunkle roten Lippen. Der ist jetzt von Kiko. Na, so ein bisschen am Rand, den finde ich richtig gut. Kiko Milano Long Lasting Lipstick in der Farbe 05. Das ist so ein Lippenstift, es ist einfach wie der malt. Der malt so zart. Und dann... benutze ich von NARS in Lure so ein Lipgloss, Lipcream, irgendwas. Und das war's. Mehr mache ich heute nicht. Wobei ich könnte... Nee, wir lassen das so. Ich tusche mir nur die Wimpern. Ein Favorit. Wobei wir könnten mit der Dark... Hier ist nämlich nichts. Also das ist wirklich eine zarte Palette. Ich ziehe mir doch ein bisschen hier hinten wenigstens eine Linie. So. Und dann kommt die Deluxe LR Mascara, die ich echt richtig gut finde. Menschenskinder ist die gut. Müsstest mir unbedingt von Papa den Link schicken von eBay. Kann ich es auch jemand anderes mal verlinken? Ich will sie niemand aufschwätzen, aber da wirklich eine gute Mascara mal testen möchte. Ich weiß auch nicht, was sie kostet. Ich habe auch nicht geschaut. Aber die könnte ich einem empfehlen. Ohne Wimpernzange, ohne alles. Unglaublich, ich bin fasziniert. Also es macht schon so, es öffnet einfach mal mega das Auge. Von dem Fixierungsspray. Also ich finde das so, so schön. Also der Topcoat macht nichts. Wumm. Aber man sieht ein bisschen diese Reflektationen von diesen Glitzerpartikeln. Es fällt auch nichts runter. Also es ist mir nichts runtergefallen. Ah doch. Doch, doch. Ich sehe, leicht ist es mir runtergefallen. Die Mascara ist echt gut. Da sind 10 Milliliter drin. Wahnsinnig. Ich bin so begeistert von ihr. Ich hatte schon lange nicht mehr so schöne Wimpern. Mit einer Mascara, ne? Außer die von Essence, die Lash Princess, die mag ich auch. Aber da muss man ein bisschen warten. So ein, zwei Tage, damit die Konsistenz, also damit es nicht ganz so viel Produkt ist am Bürstchen. Ich liebe es. So, mein Look ist fertig. Wir haben uns in 16 Minuten fertig gemacht zusammen. Kann sich sehen lassen, sag ich mal. Und ich finde, der Look würde jeder Tante da draußen stehen. Immer hier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auch vielleicht mit ihr wieder. Mal gucken, ich habe sie jetzt eine Woche mal drinne. Bis nächsten Sonntag oder so. Und die Dark Side auch. Also ich teste einfach die Miss Bella Paletten aus auf Herz und Nieren. Und entscheide mich dann, ob ich sie behalte oder nicht. Ich denke, ja. Man weiß ja nie. Ja. Als Foundation heute habe ich benutzt diese zwei, also die Nummer 04
von NYX. Und wenn ihr die Review dazu sehen wollt, dann klickt einfach in das andere Video. Ja, bis bald. Ciao.